Gespeichert habe ich jetzt eben nicht, weil es ja doch immer Abenteuerpunkte kostet. Und ich stiere ja so ein wenig auf den nächsten Levelanstieg. Ist zwar jetzt nicht viel, was wir verloren hätten, aber muss es ja nicht übertreiben. No. Vielleicht hätte ich doch speichern sollen. Zwei Priester. Stell dich mal vor, Tirik, und schieß den schon mal an, um den ein wenig weich zu klopfen. Du läufst dazwischen hin. Soweit, so gut. Du kannst du noch schießen? Nein. So, du gehst mal von der Seite daran. Warum ist geblendet? Ah, ärgerlich. Na gut, und du fängst mal die Spinne da hinten ab. Du läufst da an die Seite. Ah gut, der Zauber ist misslungen, sonst wäre Jallen jetzt auch noch geblendet, was wirklich nicht sein müsste. So, hau den da, 13 Trefferpunkte, schöne Sache. So, du gehst dahin und knuffst den Priester. Tirik trifft Tirik. So, du Zauber, Kampf, Fulminictus auf den. Zack, erster Priester tot, schöne Sache, gleich zum nächsten. Du, Kampf, Fulminictus, du haust die arme Spinne. Also, was heißt die arme Spinne? Die Höhlenspinne ist zwar so klein dargestellt hier auf dem Kampfbildschirm, aber eigentlich sind die ziemlich groß. Also, im Pen and Paper, nicht im Real Life. So, du, hau rauf. Du, hau rauf. Und du schießt, ja. Da müssen wir keine Astralenergie verschwenden. Die Biester sind zwar fies und gemein, aber so fies und gemein dann doch wieder nicht. Da die Priester anscheinend nur blenden, knüppeln wir den auch mal so nieder. Sonst verbrauchen wir wirklich zu viele Zaubertränke und müssten gleich wieder nach Bremen oder Torwall reisen. Was ja nicht so toll wäre. So, du läufst einfach mal in die Richtung. So, langsam müsste die auch nachgeben. Du stellst dich mal dahinter, damit die anderen besser rankommen. So, Vulkanglasdolch, Vulkanglasdolch. Nein, danke. 6 Abenteuerpunkte. Und gut, keiner großartig verwundet. Gerogon kann mal ein Wirselkraut essen. Und ich vergifte mal die nächste Waffe. Florette. Das kann weg. So. Damit ist Gwendolyn jetzt ungefähr so stark, was den Nahkampfschaden angeht, wie Tirik und Gerogon. Also ist es vertretbar. Oh, noch eine Truhe. Ihr steht vor einem Altar, der mit scheußlichen Spinnenmotiven geschmückt ist. Wollt ihr den Altar zerschlagen oder später nochmal kommen? Also es ist nicht der Namenlose. Aber es ist immer noch ein Dämon, also müssten wir den Altar eigentlich zerschlagen. Aber da wir ja schon mal diese eine Statue gefunden hatten, mit den ganzen Buchstaben drauf, und dieses andere Rätsel, sollten wir vielleicht vorsichtig sein, was wir hier anfangen. Wir kommen später nochmal wieder. Also, da ist eine Statue. Oh, Zaubertränke. Die nehmen wir doch mal mit und schlürfen wir auch gleich. So, 1, 2, hier wieder weg, damit wir mehr Platz haben für neue Spinnengifte und anderes, was wir hier unten Schönes finden. Ne, sonst ist hier in dem Raum nichts, nur da diese Statue. Also die Frage ist jetzt, ob wir uns irgendwas dadurch verbauen, dass wir sie zerstören. Oder vielleicht irgendwas öffnen. Unbedingt dran denken. Oh, mehr Spinnen und ein Streuner. Zwei Streuner. Okay. Abwarten. Oh, noch eine Sache mit dem Gift. Vielleicht haben wir
letztes Mal nur 16 Schadenspunkte gemacht, weil der Gegner halt nur 16 Trefferpunkte hatte. Das können wir gleich auch mal testen. So, du gehst hinter den. So, und du prügelst da einfach mal rauf, damit die Elfen nicht in Bedrängnis geraten. Und du stellst dich dahin. So, also die rechte Spinne von Gwendolyn ist angeschlagen. Das heißt, wir probieren das Gift an der linken aus. Und du haust Talana doch ein wenig zu doll. Greif mal lieber Terik an. So, linke Spinne, unbeschädigt. 21 Trefferpunkte tot. Definitiv sehr stark, das Gift. So, du haust weiter. Du... So, Spinnen wären tot. Dann geh doch mal dahin. Und du gehst bitte weg, du hast viel zu viel Schaden abbekommen. Muss gleich ein, zwei Wirselkräuter essen. So, du gehst mal darum hinter den Gegner vor Terik. So, du sicherst und dann machen wir Computerkampf an. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht schnell genug ankommt. Oh, der erste flieht, das schaut gut aus. Der zweite hoffentlich auch. Und, ja, er flieht. Ja, zweimal Arax-Gift. Ah, das ist ja ganz praktisch. Wir verbrauchen ein Gift, bekommen zwei neue. Das benutzen wir gleich nochmal. Dumm, Gegenstand wegwerfen, ja. Und ja, wir könnten auch die Waffen von Terik und Gerugon vergiften, wenn wir sie Gwendolyn geben und dann zurückgeben. Aber das mache ich auf keinen Fall. Das wäre wirklich zu übertrieben. So. Da ist wieder eine Struhe. Okay, gucken wir erstmal kurz hier hin. Hier geht's hoch. In den Bereich, wo wir wahrscheinlich am Anfang waren. Oh, was haben wir hier? Ah, Kristall. Kristall wird dann wahrscheinlich wirklich die Lösung von dem Rätsel sein. Den nehmen wir mit. Und geben wir gleich mal Talana. Dies ist ein Kristall. Also diese Hinweise, die man bekommt, wenn man auf das Auge klickt, sind echt super hilfreich. Da steht einfach immer nur, dies ist ein Punkt, Punkt, Punkt. Und für Punkt, Punkt, Punkt wird das eingesetzt, was da unten steht. Ja. Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Ich mache gleich eine Analyse, weil ich gehe stark davon aus, dass der magisch ist. Wo ist der Kristall? Da ist der Kristall. Ich kann nichts Besonderes erkennen. Also brauchen wir ihn wahrscheinlich nur für die Statue oben. Was haben wir da? Ach so, und Talana sollte unbedingt noch was essen. Oder besser gesagt kauen. Eigentlich werden die extern angewandt, oder? Also auf die Wunde gelegt? Nichts damit kauen. So, also schauen wir hier rein. Gwendolyn stützt eine speergespickte Fallgrube. Terik stützt ebenfalls eine Grube. Nach einer Stunde habt ihr es geschafft, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben und eure Wunden zu verarzten. Das sieht nicht so aus, als wenn die Wunden verarztet worden wären. Jallen, heil mal bitte Terik. 10 Lebensenergie. Ja, na gut, komm. Talent anwenden, heilen Wunden, Gwendolyn. 10 Lebensenergie. Ja, also, geht doch. Ich dachte mir, jetzt ist die Falle ja in Scherz, jetzt kann sie die Truhe ruhig öffnen und das Ganze passiert nochmal. Alle guten Dinge sind 3. Oder stürzen wir wirklich jedes Mal in die Grube? Na komm, ein Versuch noch. Nee, stürzt ab. Zusammen mit Terik, Jallen und Talana und überhaupt. Nicht gut, gar nicht gut. Verarzte mal Talana bitte.
Den Rest haben wir schon mal verarztet. Und dich selbst kannst du nicht. Na gut, dann halt Wirselkräuter. Ein für dich. Zwei für dich. Und ein für Wenden. Und die Truhe lassen wir jetzt in Ruhe. Eine Spinne. Da kommt doch bestimmt gleich Verstärkung. Also Gwendolyn sollte nicht unbedingt kämpfen. Sie ist ja mit der vergifteten Waffe ausgestattet. Das kriegen wir auch ohne Gift jetzt hin gegen eine Spinne. So, du wartest einfach mal ab. Du auch. Ah, da kommt auch schon die Verstärkung. Also, du ran da. Ist mir gerade den Weg blockierst oder nicht. Die zwei Spinnen haust du auch so um. Du gehst dahin. Wartest ab. Du wartest auch ab. Du sowieso immer. Und du stellst dich dahinter. So. Ja, ich habe vergessen, dass das Gift dran war. Du stellst dich nicht in den Weg. Du stellst dich dahin. Gwendolyn trifft Gwendolyn für 5. Oh ja, das hätte gut ins Auge gehen können. Wäre das Gift noch dran gewesen, dann hätte sie sich mal eben aus Versehen mit einem Schlag umgebracht. Was ja nicht so toll wäre. So, jetzt können wir Computerkampf anmachen. Da dürfte keiner mehr rechtzeitig hinkommen, bevor Tirik sich nicht in den Weg stellt. So, 6 Abenteuerpunkte. Neues Gift drauf. So, gucken wir mal, wo dieser lange Gang hinführt. Schön vorsichtig. Ha, eine Nische. In dieser Nische findet sich ein großer Haufen Knochen von kleineren und größeren Tieren und auch einige menschliche Schädel. Alle fein säuberlich von Fleisch gereinigt. Offensichtlich die Reste des Spinnendutters. Was zur Hölle ist ein Spinnendutter? Zu nah dran. Na gut, dann warte einfach ab. Du gehst dahin und gehst gleich weiter dahinter. Also mit Spinnendutter ist damit vielleicht die Oberspinne gemeint? Die Spinnenkönigin, wenn es sowas gibt? Oder heißen die Priester so? Na gut. Jetzt räumen wir hier unten erstmal weiter auf. Danach gehen wir hoch. Gehen zu der Stelle, wo wir die Frage gestellt bekommen haben. Antworten da erstmal Kristall. Gucken dann weiter. Und dann könnten wir immer noch unten die eine Statue zerstören. So, Angriff. Und das Schlachtfeld ist hier auch so groß. Also mit etwas Pech haben wir gleich auch nochmal Verstärkung. Ich hätte eigentlich Talana da wegbewegen sollen. Ja, machen wir nächste Runde. So, du läufst da runter. Ja, der war angeschlagen, ne? Na gut, wir haben genug Gift. Und das will ja auch verbraucht werden, bevor wir hier rauskommen. Sonst haben wir gar keinen Platz mehr. Bewegung dahin, Angriff. So, und ein, zwei Pfeile noch. Abwarten, rangehen und jetzt bitte gleich Talana geben. Ich will die da vom Eingang weg haben. Oh. Oder wir beenden einfach den Kampf schneller als geplant. So. Neues Gift. Gegenstand. Gegenstand wegwerfen. Ja. Noch eine Abzweigung. Okay, gucken wir erstmal da unten, der Vollständigkeit halber. Da war nix. Da kommen wir her. Haben wir die Truhe schon geöffnet? Also wo war die Truhe mit der Falle? Die war da. Da unten waren, glaube ich, die Zaubertränke. Ja, okay. Da ist noch eine Abzweigung. Noch eine Truhe. Und eine Spinne. So. Dann gehen wir gleich weiter.
Du gehst dahin. Und eine Elfe darf jetzt noch in die Seite schießen, die zuerst dran ist. Jalan hat gewonnen. So. Schieß. Nein, du gehst mal vom Eingang weg. Auch wenn die halbe Wand ein Eingang ist. Aber na gut, abwarten. Komm schon, ein, zwei ordentliche Treffer. Und dann liegt das Ding. So, Quendlin, du greifst bitte nicht an. Du schießt und das war's. Genau. 6 Abenteuerpunkte. Kiste öffnen. Die Truhe ist leer. Truhe ist immer noch leer. Hm. Kurios, kurios. Und noch eine Nische, die ebenfalls leer ist. Okay. Zwei Spinnen. Das lohnt ja schon fast. Du dahin. Du kannst da stehen bleiben. Und die Elfen sollten gleich mal vor allem Mürren einen Zaubertrank schlucken. Falls wir auf was Garstigeres stoßen als stinknormale Höhlenspinnen. Du geh mal dahin. Dass wir dann im Kampf nicht wechseln müssen. Du läufst da lang. So, tschüss Spinne. Abwarten. Draufhauen. 6 Abenteuerpunkte. So, also neues Gift. Wegwerfen. Und wir hätten gerne einen normalen Zaubertrank. Stark, stark, normal. Einer für dich. Flasche auch gleich weg. Noch ein normaler für Jalen. So. Haben wir noch einen normalen irgendwo? Stark. Stark. Nö. Aber wir können die beiden Starken von Tirik mal zu Talana bringen. So. Gucken wir noch kurz hier in die Ecken und dann war es das mit dieser Etage. Also was haben wir noch? Wir haben hier unten eine Statue, die wir zerstören können. Und wir haben hier oben, wo wir runtergeplumpst sind, neben dem Weg nach draußen, noch ganz, ganz viele Eier, die wir verbrennen könnten. Das will ich aber zu allerletzt machen. Das heißt, wir gucken noch mal kurz hier in den mittleren Bereich. Oh. Tirik stürzt Hals über Kopf in eine säuregefüllte Grube und zieht sich böse Verletzungen zu. Quendlin genauso. Aua, ist ja echt übel hier. So. Und das, obwohl wir Quendlin vorlaufen lassen, die ja recht hohen Gefahreninstinkt hat. Aber gut, ich wollte hier hingehen und hier ein Pinnentritzel sprechen. Hellsicht. Pinnentritzel. Ja, da ist was drin. Sehr schön. Nur wie kommen wir da rein? Müssen wir uns da rein teleportieren? Nee, hier war eine Nische. Schöne Sache. Um euch herum beginnt sich alles zu drehen, als ihr von einem Teleporter an eine andere Stelle getragen werdet. Oh. Oh. Wer ist der Herr über alle Spinnen? Ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben. Wie hieß der? Irgendwas mit Akta. Und ein Ember auch dabei. Samakta? Amsakta? Ich drücke mal Escape. Ach, wenn ich mich drehe, kommt die Frage, okay. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier raus teleportieren. Zu der Statue dahin, der die Antwort hat. Und dann können wir uns hier wieder zurück teleportieren. Talana. Bewegung. Transversales. Nein, wir kommen hier nicht raus. Zaum ist long. Okay, neuer Plan. Hellsicht. Penetritzel. Jetzt. Transversales. Aha.
Und hier oben war das irgendwo. Unter euch gibt der Boden nach und in einem rasanten Pfad stürzt ihr in einen engen Tunnel entlang in die Tiefe. Nein! Ich habe mich genau an die Stelle teleportiert, wo man runterfällt. Ah, ist doch... Also... Ja, nein, wir wollen das Gelege nicht verbrennen. Also... ja, ich mache erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge arbeiten wir uns wieder nach oben und teleportieren uns diesmal an eine Stelle, wo nicht gleich wieder die Fallgrube nach unten ist. Also, bis gleich.